Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, ich liege wieder im Auto. Ich bin in Südtirol und heute wollte ich ein bisschen Bozen erkunden. Aber ja, jetzt mache ich mich erstmal fertig. Angezogen bin ich schon. Mach mir noch einen kleinen Kaffee und dann geht's los. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich bin hier in... Oh, die Sonne. Schaut mal da. Ich bin hier in Seis am Schlern. Direkt an der Talstation der Gondelbahn. Und... gestern hatte ich einen richtig fetten Hike. Ich kann euch ja unten mal die Komoot-Tour verlinken, ungefähr 25 Kilometer oben auf der Seisealm, Schlern entlang und so weiter. Und heute wird ein kleiner Ruhetag sein und ich fahre jetzt nach Bozen. Hier ist die Bergbahn, hier ist auch ein großer Parkplatz und ihr seht, da hinten stehen jede Menge Wohnmobile, also nachts hier zu stehen ist auch kein Problem. Ist auch alles kostenlos, jedenfalls bis jetzt noch. Und ja, das ist hier mitten im Ort Seis. Und ich gehe jetzt zu Werner, die steht, sieht man nicht, dahinter und dann geht's los. Herzlich willkommen in Bozen. Ich packe hier in so einem Parkhaus von so einem riesigen Einkaufszentrum. Die ersten 2 Stunden sind gratis und ja, den Rest lasse ich mich überraschen dann. Und jetzt laufe ich circa 30 Minuten zum Rathausplatz, denn da soll heute Bauernmarkt sein. Darauf freue ich mich schon richtig. Es gibt hier sogar einen Strand, wie schön! Hier ist auch gleich der Anlegeplatz für Rafting. Und da hinten, zeige ich euch nochmal dichter, da hinten ist der Zusammenfluss von Eisack und Telfis. Man sieht es, das braune und das türkisfarbene. Ach, schaut mal, da oben, da habe ich gestern gestanden. Da ist der Schlern. Boah, schaut mal, ich bin noch gar nicht da und ich bin jetzt schon verliebt. Herrlich. Ui, da muss man anstehen. Nix für mich. Eieiei, viel Tourismus hier, aber trotzdem schön. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen beeilen, weil ich weiß nicht, wie lange so ein Bauernmarkt geht. Es ist gleich 10:30. Schon? Und ich brauche noch 5 Minuten. Ach herrje, das hatte ich mir jetzt ein bisschen größer vorgestellt. Okay. Aber schaut mal, ist das nicht hübsch? Das ist übrigens das Rathaus von Bozen. Ein Laden über 3 Etagen mit Kunsthandwerk. Hier sind vor allem schon weihnachtliche Sachen und alles wunderschön. Ah, richtig schön der Markt hier. Thank you.
Also Bozen ist so eine schöne Stadt. Mir gefällt es hier richtig, richtig gut. Das Wetter dazu herrlich. So, ich watsche jetzt zum Auto zurück und werde wahrscheinlich zur Marmolada fahren. So, ich wollte weiterfahren und habe in Bozen die falsche Ausfahrt genommen. Und jetzt bin ich hier praktisch schon eine halbe Stunde so gefahren. Aber der Weg ist genial. Ich zeige euch mal. Ich drehe mal die Kamera um. Das ist doch wie im Bilderbuch, oder? Hier seht ihr schon den Schlern, ne? Rosengarten, herrlich. Und hier. Ich bin angekommen an meinem Platz für die Nacht. Seht doch mal, wie geil. Ich freue mich schon. Allerdings soll es morgen regnen hier überall. Aber egal, heute kann ich erstmal den Nachmittag noch hier genießen. So, ich stehe jetzt hier in San Pellegrino und hier ist auch gleich ein Parkplatz. Schaut euch mal die Bergkulisse an. Es ist hier 1900 Meter hoch. Hier gibt es direkt auch einen See und ich bin auf der Suche nach einem Restaurant, was keine Pizzeria ist. Ich bin jetzt nicht so der Pizza-Fan und das sind hier alles Hotels, aber vielleicht kann ich ja da auch was zu essen bekommen. Ich bin hier übrigens ganz in der Nähe vom höchsten Berg und zwar ist ja hier die Marmolada der höchste Berg von Südtirol und da wollte ich eigentlich morgen hin. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben kann. Es ist halt echt kalt auf so einer Höhe, ne? Aber bevor ich jetzt irgendwo hier einkehre, gehen wir erstmal zur Bergbahn gucken und schauen mal, was es kostet und wo man da hinkommt. Also Berg- und Talfahrt für Erwachsene 10 Euro. Ich bin hier und man kann hier hoch bei bis zu 2,2 und den Rest muss man dann laufen. Ich glaube, ich warte tatsächlich erstmal das Wetter für morgen ab, bevor ich plane. Es soll zu 80% regnen, sind noch nicht 100, aber schauen wir mal. Ich bin hier tatsächlich gar nicht mehr in Südtirol, sondern im Trentino. Das macht sich so bemerkbar, dass alle Leute Italienisch sprechen und nicht mehr Deutsch. In Südtirol war es halt, dass alle Deutsch gesprochen haben. Aber die meisten sprechen auch Deutsch und Englisch. Also ich saß jetzt hier bestimmt 15 Minuten an so einem Tisch hier draußen. Und die Speisekarte gab es digital und habe mir schon was ausgesucht. Und hier war ein Mann, der hat immer die Sonnenschirme zugeklappt. Und ich dachte, okay, die Sonne kommt jetzt rum, braucht man keinen Sonnenschirm mehr. Und nach 15 Minuten habe ich dann gefragt, ob es irgendwie einen Kellner gibt. Oder da sagt er, wir haben geschlossen. Hätte er mal schon mal vorher was sagen können. Er hat ja die ganze Zeit da gesehen, dass ich da sitze und praktisch auf den Kellner warte. Wir haben geschlossen. Okay, dann gehen wir woanders hin. Ich bin jetzt hier alles abgelaufen. Das sind alles Hotels, Restaurants und haben alle zu. Also ich habe immer so ein Glück mit Stellplätzen, aber mit Restaurants habe ich irgendwie immer Pech. Also ich weiß auch nicht. Also normalerweise war ich ja in der Nebensaison hier unterwegs in den Bergen. Da verstehe ich das total. Aber jetzt ist ja noch Hauptsaison bis 31. oder 30.09. Jetzt gehe ich erstmal zurück zu Venner und dann schaue ich mal. Vorhin habe ich ein offenes Restaurant gesehen, ob das jetzt noch offen hat. Ansonsten bin ich wieder zurück nach Südtirol. Aber zur Not habe ich ja noch was im Auto, aber ich wollte heute mal so richtig schön essen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nächster Versuch, Chalet Isabel. Mal sehen. Da sitzt einer. Ich ziehe wieder ab
ich habe nach der Speisekarte gefragt und er kann mir die Bar-Speisekarte bringen, aber nicht die vom Restaurant. Das Restaurant hat geschlossen. Diesmal habe ich gleich gefragt, wo hier ein offenes Restaurant ist und ich zeige es euch mal. Ich drehe mal um. Ich soll mal da fragen, ob es da was zu essen gibt. Die Kühe baden hier erstmal. Die haben es gut. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass es nicht nur Toast gibt. Den kann ich mir alleine machen. Oh, da kann man noch ein kleines Stück höher. Nix da. Ich gehe wieder. Ich war schon mal im Trentino und habe gar kein offenes Restaurant gefunden. Und da war aber das Problem, dass es absoluter Lockdown war wegen Corona und darum habe ich nichts zu essen bekommen. Aber ich dachte jetzt, okay, wenigstens die werden satt. Einen Joker habe ich jetzt noch und wenn der nicht klappt, dann gibt es Nudelsuppe mit Würstchen, frisch von mir gekocht. Meine letzte Chance sieht so aus. Probieren wir's. Sieht schlecht aus. Er hat mir Cappuccino angeboten. Da habe ich gesagt, was zu essen? Und der, no. Und ist reingegangen. Wahrscheinlich kann er das Englisch nicht. Schauen wir mal. Ihr seht, ich ziehe ab. Also, ich hätte essen können Kuchen und was trinken, klar. Und ich habe mit ihm verhandelt, was Warmes zu essen, irgendwas. Und da hat er gesagt, Sandwich? Nee. Und dann hat er mir, also der konnte nicht so gut Englisch. Und dann hat er mir die Uhr gezeigt und gesagt, um 7 öffnet die Küche. Also, wenn ich Lust habe, kann ich um 7 nochmal wiederkommen, wenn ich bis dahin nicht verhungert bin. Aber es ist schön hier. Schaut mal, hier ist so ein See. Richtig schön. So, ich bin jetzt nochmal in mir gegangen und habe beschlossen, ich koche selbst. Ich habe jetzt Hunger. So, jetzt gibt es hier leckere Hühnernudelsuppe mit Würstchen in meiner hauseigenen Küche. Also momentan frage ich mich wirklich, wie ich auf die Idee gekommen bin, ein Restaurant zu finden. Es ist hier einfach herrlich. Es ist warm. Ich habe meine eigene Suppe, die ich hier koche und ich kann so lange kochen, wie ich will und ich kann auch gleich mal den Abwasch tätigen, der schon seit einem Tag durchs Auto fliegt und es ist einfach perfekt hier. Ich sag schon mal gute Nacht mit diesem wunderschönen Ausblick, weil ich vermute, morgen früh wird der nicht so sein. Also schaut einfach im nächsten Video und dann seht ihr, ob es bewölkt war oder nicht. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen und habt noch nicht meinen Kanal abonniert, dann einfach hier unten auf Abonnieren klicken und die Glocke nicht vergessen und dann seid ihr safe. Also bis bald!